Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge zu meinem aktuellen Map-Building-Projekt Entrackmania 2 Canyon. Ja, gehen wir einfach wieder auf die Baustelle, die gerade verarbeitet wird. Natürlich wird die verarbeitet, wollte ich sagen. In der letzten Folge habe ich den groben Streckenverlauf, beenden können. Habe hier diese eine Kurve nochmal ein bisschen bearbeitet, diese hier. Ich denke, die müsste so auch funktionieren. Ich werde aber hier noch ein bisschen was machen, ein bisschen feinarbeiten. Und zwar diesen Custom Block werde ich dann hier nochmal so einmachen. In etwa so. Ja, passt sogar sehr gut. Und werde hier diesen Container. Ha, was ist los, Container? Jetzt folgt er mir. Den werde ich hier auch nochmal hinmachen. Na, meine Stimme. Eieiei. So. Geht das so? Nein, geht nicht. Ah, ein bisschen weiter links. Rechts. Ja, warum nicht? Sieht ganz gut aus. Was ist heute los? Egal. Und den nochmal drehen. Geht es? So. Ne, hier sind wieder zwei. Ah, sind wieder übereinander. Diese zwei Flächen. Sieht doof aus. Ah, das reicht schon, oder? Brauchen wir noch mehr Deko? Schwachsinn, wollte ich sagen. Nee, brauchen wir nicht. Was ich machen wollte, hier oben dieser Schlussbereich, der ist ja quasi in der Luft. Vielleicht kann ich ja hier irgendwo einen Block ansetzen, dass wieder Kontakt zum Boden da ist. Ach, das würde gehen. Aber da ist unten der Checkpoint so komisch eingebaut. Hier. Halt, bin ja gar nicht da wohin. Halt, da war ich. Nee. Da. Nee, da geht's nicht. Schade. Schon wieder da. Nee. Da wird. Ja, super, da wird es genau passen, aber ein bisschen Farbe soll reinkommen. Genau, nehmen wir den da, machen wir ein bisschen blaues Licht. Immer blaues Licht, immer und immer wieder, überall blaues Licht. Jetzt ist dieser obere Bereich auch, ja, was soll ich nennen? Soll ich das nennen? Abgestützt, wie auch immer. Hier geht es nicht, schade, weil hier diese Custom-Blöcke sind. Nee, schade. Geht nicht. Ist ja egal. Ein bisschen Deko muss schon sein. Haben wir hier ein bisschen was hin, ein bisschen Farbe muss reinkommen. Genau, sehr schön. Dann kann man das so machen. Jetzt bin ich auch gespannt, ob diese Kurve hier funktioniert. Die habe ich in der letzten Folge ja schon getestet. Beziehungsweise ob diese Kurve hier unten, ne, ob man da jetzt wieder genügend Geschwindigkeit zusammenbekommt, dass man auch hier jetzt nach oben springt. Was soll ich hier nochmal ein Schild machen? U-Turn? Ja, super, es hat das Schild aber keinen Kontakt zum Boden. Ne? Das ist blöd. Das ist ganz, ganz blöd und gefällt mir nicht. Und so gefällt es mir noch weniger, denn ja, das Schild ist im Weg. Das gefällt mir noch weniger, oder? weil es hier so am Rand ist und... Nee. Ja, man sieht ja, wo es hingeht, oder? Oder muss ich extra ein Schild aufstellen? Ja, das ist ja gleich zu groß, oder? Ein bisschen zu mächtig, ja. Nehmen wir doch das kleinere, das da. Dann hier 180 Grad right. Mit Warning, genau, Warning, immer und überall Warning, genau, hier oben ist auch Warning. Eigentlich geht es nur immer rechts rum, fällt mir gerade ein, oder auf, ja, wie auch immer. Ja, egal, passt schon. Aber das dahin, bringt das was? Nee, jetzt sieht doof aus. Ah, das Schild lasse ich ja weg, das ist ein bisschen zu viel mit den ganzen Warning-Sachen. Das muss nicht sein. Wirklich zu viel, ist gut, ne?
Wow, das würde gehen. Das geht. Wenn ich das dahin mache, dann. Ja, okay, die Stütze durch diesen Block durch. Das wäre aber gar nicht schlimm. Einmal so. Dann kommt man hier ein bisschen Schatten rein. Ah, das ist ein bisschen zu gebaut. Ah, das lassen wir weg. Das war nur so eine Schnapsidee. Oder ich setze den Block dahin. Geht nicht durch die Stütze durch. Spende ein bisschen Schatten. Oder ich mache den Block dahin. Der Container, ja, wird auch noch ein bisschen berührt, aber das ist egal. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Gefällt mir. Ja, und jetzt kann ich hier nochmal so einen Pfeil reinsetzen. Dann spare ich mir das 180 Grad U-Turn rechts, wie auch immer, Warning, Sachen, Zeug. So, bloß die Frage, wo setze ich denn hin? Hier auf den Rand, auf den grauen Rand geht das. Einmal. Ah, das sieht doof aus. Das sieht richtig doof aus. Die Pfeile schauen unten so raus. Nee. Wenn dann schon richtig. Und auf diesen Rand. Geht das? Ja, ist genau das gleiche. Nee. So nicht. Vielleicht ein bisschen weiter rein. Oder ich hänge die Pfeile auf, also quasi an die Unterseite des Blockes. Und einen Pfeil würde auch reichen, oder? So. Dann sieht man ja, dass nach rechts geht. Jawohl, wo soll es denn sonst hingehen auf der Map? Einmal. Ah, nee, zwei Pfeile direkt nebeneinander, sieht auch wieder doof aus. Ah, mir kann man es nicht recht machen. Einmal dahin, einmal dahin. Ja, nee. Setz den Pfeil einfach hier am Boden hin. Noch einfacher. Ein bisschen drehen. Einmal. Zweimal. Fertig. Aus. Und das gleiche wollte ich hier machen. Denn hier sieht man Jump. Also aus dieser Perspektive sieht man das. Aber nicht, wenn man hier fährt. Deswegen. Machen wir das Schild oder den Pfeil machen wir dahin, ein bisschen drehen. Ja. Einmal. Zweimal. Also die Frage, schaut der Pfeil jetzt unten durch? Sieht man den von unten? Nee, man sieht nichts. Sehr schön. So gefällt mir das. Ja gut, einmal testen oder noch immer Pfeile aufstellen. Na, hier oben vielleicht. Wow. Erst nach oben scrollen. Scroll. Oder Freilauf, geht das so? Jawohl, geht sogar. Mit meiner Logitech G500S Gaming Maus geht das. Schon ein bisschen älteres Modell, aber immer noch die geilste Maus, finde ich. Habe schon zwischendurch ein paar andere Mäuse getestet. Aber mit der Maus bin ich total zufrieden. Genau, das passt soweit. Hier sind Pfeile, die wir letztens mal schon hingemacht. Ach, so viele Pfeile braucht man gar nicht. Das passt schon soweit. Auf los geht's los. Einfach nochmal testen, ob der Streckenverlauf jetzt so passt. Und wenn, dann kann man ein bisschen Deko machen. Okay, das war nicht so geplant. Ich weiß gar nicht, wie lange die Map jetzt schon dauert. Also nicht die Bauzeit, sondern die Rennzeit, wie lange man jetzt hier fährt insgesamt. Hier sind meine Pfeile nach links, zeigen die. Sehr schön. Ui, ist hier ein Schreck gesprungen. Boah, wow, schöner Drift. Und jetzt geht's hier rechts rum. Okay, jetzt kann man hier wieder Geschwindigkeit aufbauen. Der Container fliegt, habe ich gerade gesehen. Blöd. Boah, wow, schöner Sprung. Jawohl, so soll es sein. Jetzt kommt man hier rum, jetzt kann man hier schön herum driften. Ah, ja, wie man gesehen hat, ein bisschen zu weit rechts gesprungen. Was jetzt? Achso, der.
Wo waren wir denn? Wo waren wir denn? Hier waren wir, genau. Dieser Block schwebt, haben wir nicht gesehen. Den setze ich jetzt einfach nochmal dahin, wo er jetzt ist. Geht nicht. Na komm, geht doch. Jetzt ist er auf dem Boden, genau. Und jetzt kann ich den anderen Block wegmachen. Und jetzt kurz mal testen. Ist er auf dem Boden? Ja, auf dem Boden. Sehr schön. Ach ja. Hier der Sprung. Das nächste. Eieiei. Man sieht ja auch nicht, wo man hinspringt oder wo man hinspringen sollte. Vielleicht hier nochmal einen Pfeil machen. Einen blauen Pfeil. Fast schon so eine Marke wie der grüne Punkt, der blaue Pfeil. Warum ist der Pfeil jetzt liegend? So, also stehend, sehr schön. Obwohl ich bräuchte ihn ja liegend eigentlich. Ich sehe nicht, was ich mache. Weil, halt mal den anderen, machen wir so. Ah, ich sehe es nicht, weil jetzt hier alles im Weg ist. Auch blöd. Ja, in dem Fall sieht man jetzt wieder nicht, weil hier so viel Deko-Zeug dort ist. Deswegen. Ah. Ja, könnte ich dem Fall genauso sparen. Also ist eigentlich überflüssig, aber will man nicht so sein. Wie kann man da hin machen? So in etwa. Jawohl. Den sieht man auf jeden Fall, den Pfeil, oder die Pfeile sieht man auf jeden Fall. Jawohl. Und schweben auch nicht so komisch herum. Ja, dann kann man den wegmachen. Braucht man nicht. Weg damit. Hier kann man was anderes hinmachen. Ich liebe diese Rohre, diese Pipes. Geht das so? Jawohl, das geht so. Sehr schön. Hier angedockt. So, hier könnte man natürlich auch so einen Pfeil nach unten nochmal machen. Sekunde, Pfeil, 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 Pfeil. Haben wir hier. Ah, ich muss jetzt wieder rumscrollen, bis ich wieder da bin, wo ich hin will. Ich will den Pfeil hier irgendwie so hin machen. Mal schauen, ob das die richtige Höhe ist. Jetzt bin ich zu hoch. So, jetzt habe ich mal einen kurzen Cut gemacht, den man gerade gesehen hat. Ja, die ganzen blauen Pfeile habe ich jetzt mal alle schön überall verteilt. Dann ist doch, das war doch ein bisschen aufwendiger. Zum Beispiel hier an der Decke welche hinzumachen oder hier diese zwei. Ja, das war relativ einfach. Oder hier sieht man drei Stück. Ja, war dann doch nicht so einfach, das Ganze zu machen. Ja. Ich werde die Map jetzt nochmal testen, mal schauen, ob ich jetzt auch ins Ziel komme. Schön wär's. Und ja, dann sind wir eigentlich soweit mit dem Streckenverlauf fertig. Dann geht es eigentlich noch an Deko. Und hat wieder gecrashed. Oh. Jawohl, geht doch. Mal rechts rum. Genau, jetzt sieht man auch hier oben. Drei Pfeile, jawohl, oh, ein bisschen zu weit rechts, egal, schöner trifft hier entlang, jawohl, hier schön durch die Schikane hindurch, dann hier diese 180 Grad Rechtskurve, hier alle Pfeile hingemacht, jawohl, schöner Sprung, jetzt hier rum und jetzt 180 Grad rechts, also immer rechts, immer rechts, immer rechts, jetzt sieht man auch hier oben zwei Pfeile, sehr schön, wollte ich gerade sagen. Ja, man muss vielleicht. Halt, ich habe eine Idee. Man muss vielleicht doch ein bisschen weiter. Rechts springen. Halt, wo sind wir denn? Erst orientieren. Hier sind wir richtig, genau. Hier sind wir richtig. Hier habe ich diese zwei Pfeile. Die sind hier eigentlich gut aufgehoben. Aber ich würde sagen, der Pfeil. Wieder hochzoomen, zoomen, 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 nicht zoomen, scrollen. So.
So, mal schauen, was der andere Pfeil auf welcher Position ist. Genau hier, dann gehen wir hier zweimal nach rechts, so in etwa. Genau, und jetzt machen wir den weg, der ist ja ein bisschen fehl am Platz. Sind die zwei eigentlich auf der gleichen Flucht? Ja, schaut ganz gut aus. So, noch einmal testen. Eieiei, oder muss ich doch wirklich nochmal ein Turbo hinmachen oder irgendwas? Mir ist ja dann doch nicht so einfach die Map. Ach, schon wieder gecrashed hier an der Ecke, ja, egal, jetzt fahre ich hier weiter. So viel Geschwindigkeit habe ich dann doch nicht verloren. Schöner Sprung, schöne Landung. Schöner Rechtsdrift, jawohl. Und Sprung, jawohl, sehr schön, so gefällt mir das Ganze. Hier nicht zu viel Geschwindigkeit verlieren und... Ah, ja, bisschen viel Geschwindigkeit verloren. Jetzt schaffe ich auch diese Kurve, jawohl. Es sind auch nochmal ein paar Pfeile, dass man in der Mitte fahren soll, ist egal. Boah, schöne Landung, obwohl ich die noch nie probiert hatte. Ah, okay. 56,06. Okay. Nicht schlecht. Aber was mich stört, ist hier das Ziel. So ein bisschen zu hardcore. Deswegen machen wir das mal weg. Die Pfeile machen wir auch noch weg. Die brauchen wir gerade nicht. Die können natürlich nachher wieder hinsetzen. Machen wir den blocken. Ja, ein bisschen wuchtiger darf es schon sein. Machen wir den blocken und dann das Ziel. Halt, Ziel sind da. Ja. Oder ich mach so ein Ziel. Ha, nee. Gerade ist besser. Gerade. Muss nicht alles schief sein. Reicht schon, wenn ich die Pfeile schief hinmache. Halt, den drehen. Genau so. Ist das gerade? Ja, das ist gerade. Genau. So, dann drehen. Einmal. Zweimal, sehr schön. So gefällt mir das. Und dann ist hier das Ziel. Genau. Hier können wir natürlich auch nochmal Schild hinmachen. Nee. Bitte nicht. Hier der trifft. Ja, der passt schon soweit. Hier die Landung ist super. Echt super. Die Landung von. Wo sind wir denn? Von hier, von diesem Sprung auf diese Ebene. Ich weiß nicht. Ah, ich probiere es nochmal. Vielleicht war es einfach nur, ja, weil ich den Drift zu weit rausgezogen habe oder zu früh abgebrochen habe. Genau, das könnte auch sein. Oder weil ich hier am Anfang gecrashed bin. Könnte natürlich auch sein. Sekunden schon schneller. Sekunden schneller. Wer immer schneller? Hui, schneller. Ah, ja, ich wollte einfach zu weit rausfahren. Okay. So kann man das auch machen. Ah, schöner Crash. So, einmal versuche ich es noch. Ja, also noch einmal. Gibt's auch nicht, oder? Ah, das gibt's doch nicht, oder? So schwer ist die Map jetzt auch wieder nicht, oder? Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Ah, ein bisschen zu früh abgebrochenen Drift, egal. 0,12 Sekunden schon schneller. Wow, zu weit rechts. Jetzt habe ich zu viel Geschwindigkeit verloren, weil ich muss hier ein bisschen ausweichen. Werden wir gleich sehen bei der nächsten Zwischenzeit. Oh ja. Yep. Oh ja, das kostet viel Zeit. Ah, der Drift ist gut, sehr gut. Ah, der Sprung ist auch sehr gut. Der Drift, oh, perfekt, würde ich sagen.
Ah, ein bisschen zu früh gedriftet, ein bisschen zu früh gedriftet, ah, ein bisschen zu spät. Ja, alles noch okay, alles okay. So, jetzt dieser Drift. Boah, what the hell? Ja. Nee. Ja, ich muss ja offscreen werde ich das nochmal testen und dann werde ich euch in der nächsten Folge mitteilen, ob ich das jetzt so lasse oder nicht. Ja, dann würde ich mir sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Map Building and Trackmania 2 Canyon. Also macht es gut, bis dann. Ciao.